Im Bereich Mathematik ist man es eigentlich gewohnt, genau eine richtige Antwort zu bekommen, egal welches Programm man befragt. Ich habe hier versucht, ein mathematisches Problem zu lösen, das eigentlich nicht so schwer ist. Hier mal mit der Tabellenkalkulation von Google und ausgerechnet minus 2 hoch 2. Wir erhalten hier plus 4. Das gleiche im Excel Online von Microsoft. Auch hier habe ich ausgerechnet minus 2 hoch 2. Wir erhalten 4. Das gleiche auch in Numbers von Apple, in deren Online-Variante von Excel. Auch hier erhalten wir für minus 2 hoch 2 gleich 4. Wenn wir allerdings den Google-Taschenrechner der Google-Suchabfrage von Google.at direkt nutzen, erhalten wir hier minus 4. Das gleiche erhalten wir bei wolframalpha.com oder bei mathway.com. Hier erhalten wir minus 4. Ich denke, dass hier eine unterschiedliche Interpretation der Programme vorliegt. Was die genaue Ursache ist, kann ich als Nicht-Mathematiker nicht wirklich beurteilen. Interessant finde ich doch, dass durchaus große Firmen das unterschiedlich berechnen.